This is Massive Fly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. We all like free, right? Cause we like freedom. Flying with the birds. Flying high, but I can't even drag myself down. Erst am Montagabend haben wir erfahren davon, beziehungsweise wir haben es letzte Woche erfahren, aber am Montag haben wir uns zusammengesetzt, um zu beratschlagen, dass wir unbedingt etwas machen müssen, um diesen geplanten Kriegseinsatz der Bundeswehr in Syrien zumindest mit einem klaren Nein zu verweigern. Wie lange arbeiten sonst im Bundestag unsere Abgeordneten, um Gesetze durchzubringen, die uns was nützen? Das kann Monate dauern, das kann Jahre dauern, bis wir in den Genuss eines guten Gesetzes kommen. Dieses Gesetz jetzt, dieser Einsatz unserer Bundeswehr in Syrien soll in 3 Tagen durchgepeitscht werden. Das heißt, morgen will unser Parlament darüber entscheiden, ob deutsche Soldaten in Syrien sich an dem Krieg beteiligen. Das ist eine Schande, richtig. Zum zweiten Mal wird dann, wenn tatsächlich, was wir befürchten, dieser Beschluss gefasst wird morgen, die Bundeswehr an einem völkerrechtswidrigen Krieg teilnehmen, seit wir wieder vereinigt sind. Wir sagen dazu Nein. Und wir fordern alle Bundestagsabgeordnete auf, morgen ihre Verantwortung ernst zu nehmen, das Volk zu schützen und zum Wohle des Volkes zu stimmen, dass alle Abgeordneten, ich weiß, es ist ein frommer Wunsch, aber ich sage es trotzdem, mit Nein stimmen morgen. In 24 Städten hat es jetzt auf diese Schnelligkeit bereits Aktionen gegeben, gestern und heute in 24 deutschen Städten gegen diesen Kriegseinsatz, und es werden tatsächlich stündlich mehr. In allen großen deutschen Städten sind heute ähnlich wie hier Menschen auf der Straße, um zu sagen, nein, wir wollen kein deutsches Militär in Syrien. Ich würde euch gerne, bevor ich den ersten Redner ankündige, mit 2 Sachen sagen. Das eine ist, es gehen nette Menschen durch eure Reihen mit blauen Eimern und sammeln Geld für diese Demonstration, Kundgebung und für vermutlich weitere, die wir planen müssen. Ihr wisst, wir kriegen das hier alles nicht umsonst. Der Lastwagen kostet Geld. Wir sind froh, dass wir überhaupt einen so schnell gekriegt haben. Und damit wir auch weiterhin aktiv gegen diese Schweinepolitik aktiv sein können, brauchen wir Geld. Also bitte spendet in die Eimer. Hier blubbt so furchtbar. Kann man das irgendwie abstellen? Bevor der erste Redner nun kommt, es werden insgesamt 5 sein, das Wetter ist ja schön, möchte ich euch ganz herzlich grüßen von Konstantin Wecker, der gerne heute Abend hier auch gewesen wäre, aber unterwegs auf Tour ist. Er hat uns aber ein Grußwort geschickt, was er auch auf seiner Facebook-Seite postet, und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Nun will Deutschland in den Krieg ziehen. Mit Aufklärungsjets, Luftbetankung und einer Fregatte will Deutschland in die internationale Koalition gegen den IS einsteigen. Man muss kein Pazifist sein, um das schlichtweg als wahnsinnig zu bezeichnen. Verstand, der sich von Mitgefühl und Menschlichkeit getrennt hat, führt in den Wahnsinn. Das ist am derzeitigen Zustand unserer Erde zu beobachten. Lassen Sie mich bitte Bertha von Suttner zitieren. Rache und immer wieder Rache. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Zitat Ende.
Der größte Feind der IS ist Zärtlichkeit und Großherzigkeit. Mit Bomben können die Herren Krieger umgehen. Die lachen sie aus. Das sind sie gewöhnt. Das ist ihre Sprache. Aber unsere mittlerweile viel geschmähte Willkommenskultur ist ihnen suspekt. Wenn sich Christen und Juden und Moslems vertragen, miteinander respektvoll umgehen, fällt es ihnen schwer, verzweifelte, verängstigte und hassende junge Menschen zu rekrutieren. Einmal muss der Wahnsinn der andauernden gewalttätigen Vergeltung durchbrochen werden. Den Frieden muss man beginnen. Konstantin Becker. Ich begrüße jetzt den ersten Redner, Mühe Henken vom Bundesausschuss Friedensratschlag. Herzlich willkommen. Danke, Jutta. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier, um nur eine Sache zu sagen. Bombardiert Syrien nicht. Dieses Vorgehen ist schon 2001 in Afghanistan, 2003 im Irak und 2011 in Libyen gescheitert. Krieg ist das falsche Mittel. Wir sagen Nein zu diesem Krieg. Warum? Erstens, die Geschichte des sogenannten Krieges gegen den Terror lehrt uns, dass er nicht zum Niedergang des Terrors, sondern zu seiner extensiven Ausbreitung geführt hat. Der War on Terror hat über Millionen von Menschen unbeschreibliches Leid gebracht. Zweitens, wer den Beschwichtigungen geglaubt hat, der Bruch des Völkerrechts anlässlich der deutschen Teilnahme am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf Jugoslawien 1999 sei ein einmaliger Vorgang gewesen, der sich nicht wiederholen werde, sieht sich eines Schlechteren belehrt. Denn die Bundesregierung will sich wieder über das Völkerrecht und damit über das Grundgesetz hinwegsetzen. Es liegt kein UN-Mandat für Krieg vor. Sich auf den Bündnisfall des Militärpakts EU zu berufen, reicht nicht aus als Mandat. Ich frage, seit wann steht denn die EU rechtlich über der UNO? Wir sind in hohem Maße besorgt darüber, dass hier windige Rechtsformen geschaffen werden, die zukünftige Kriegsbeteiligung noch leichter machen. Drittens, der Eindruck, als ob es sich bei dem geplanten Einsatz um eine Art Militäraktion Light handelt, ist falsch. Die Tornados dienen der Zielerfassung am Boden. Sie schaffen so die Grundlagen für den Bombenabwurf anderer. Gleiches ermöglicht das hochpräzise Radarsatellitensystem, das unabhängig von Licht und Wetter in Echtzeit Objekte bis zu einer Größe von einem halben Meter fokussieren kann. Die fliegende Airbus-Tankstelle ermöglicht Bombern einen längeren und intensiveren Einsatz. Das ist Krieg. Bereits angebahnt durch die Ausbildung des Peshmerga und die Waffenlieferung in den Nordirak, outet sich Deutschland nun vollends als Kriegspartei. Ich befürchte, dass deshalb die Anschlagsgefahr hierzulande noch steigen wird. Krieg ist das falsche Mittel. Wir wollen diesen Krieg nicht. Was ist die Alternative? Es sind längst nicht alle mit zivilen Mitteln zur Eindämmung des IS ausgeschöpft. Dazu gehört, den Warenaustausch mit dem Islamischen Staat zu unterbinden. Denn das betrifft nicht nur den Handel mit Öl, sondern auch den schwunghaften Warenverkehr
unter anderem mit Lebensmitteln und Bauteilen für Waffen, wie er mit der Türkei erfolgt. Geldflüsse in das Gebiet, das vom IS kontrolliert wird, haben ebenso zu unterbleiben wie die Bewegungen von Kämpfern über die Anrainerstaaten. Und deutsche Waffenlieferungen in den Nahen und Mittleren Osten sind zu stoppen. Für den Konflikt in Syrien und den Irak kann es nur eine politische Lösung geben, die alle am Konflikt Beteiligten zusammenführt. Dafür bieten die Vereinbarungen von Wien über Syrien eine sehr gute Grundlage. Sie legen fest, dass Syrien als geeinter und säkularer Staat erhalten bleibt und seine staatlichen Institutionen bestehen bleiben. Syrien soll über seine Zukunft selbst bestimmen können. Hände weg von Syrien, bombardiert Syrien nicht. Ich appelliere an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, stimmen Sie mit Nein. Danke. Danke dir. Es haben zahlreiche Organisationen auch schon Stellungnahmen abgegeben, unter anderem das Darmstädter Signal, das ist eine Organisation von kritischen Soldaten, die sagen, militärisch sinnlos ein sicherheitspolitischer Irrweg. Der Kampf gegen den Terrorismus ist nicht mit militärischem Aktionismus zu gewinnen. Die kritischen Soldaten fordern die Regierungskoalition auf, die bekannten Fehler vergangener Militärinterventionen nicht zu wiederholen. Der Arbeitskreis Darmstädter Signal fordert, dass die Mitglieder des Bundestages gegen das geplante Mandat zum Bundeswehreinsatz in Syrien stimmen. Ebenfalls hat die evangelische EKG-Friedensbeauftragte lehnen auch den Syrien-Einsatz ab mit der Begründung, eine begründete Aussicht auf Erfolg für den Einsatz rechtserhaltender militärischer Gewalt muss sich darin zeigen, dass eine bewaffnete Friedensmission Teil eines friedens- und sicherheitspolitischen Gesamtkonzeptes zu sein hat. Wenn diese Prüfkriterien auf eine deutsche Beteiligung an Militärschlägen gegen den sogenannten IS auf syrischem Territorium angewandt werden, kommen wir zu dem Schluss, dass in der jetzigen Situation in Syrien diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Daher widerspricht der Friedensbeauftragte der EKG einem deutschen militärischen Engagement. Vielleicht können sich das alle evangelischen Abgeordneten noch mal zu Gemüte ziehen, bevor sie morgen dann ihr Kreuzchen machen. Es gibt nur eine Partei im Bundestag im Moment, die konsequent diesen militärischen Einsatz ablehnt in Syrien, und das ist die Linke. Es spricht jetzt Sarah Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es ganz toll, dass so viele von euch hierher gekommen sind, um heute gegen diesen unsinnigen und unsäglichen Krieg in Syrien, an dem sich jetzt auch noch Deutschland beteiligen will, zu demonstrieren. Niemand braucht diesen Krieg. Schluss damit. Mit Gewalt und Krieg kann man Terror nicht bekämpfen. Und ich muss sagen, schon das ganze Reden von einem sogenannten Krieg gegen den Terror ist eine einzige Lüge. Krieg ist Terror. Und wer Terror mit Terror beantwortet, der stärkt die Terroristen. Das ist doch die Lehre der Vergangenheit. Und ich meine, wir sehen doch, was jetzt in Syrien schon passiert. Allein in den 3 Wochen, seit dem barbarischen Terroranschlag in Paris, haben französische, haben aber auch amerikanische und man muss auch sagen, auch russische Bomben in Syrien wahrscheinlich mehr Menschen umgebracht und mehr Menschen ermordet, als in Paris Opfer dieser furchtbaren Anschläge waren.
Und wir sagen, diese Logik ist eine falsche Logik. Man kann nicht unschuldige Opfer aus Paris dadurch rächen, dass man Frauen und Kinder, dass man unschuldige Zivilisten in Raqqa und in anderen syrischen Städten umbringt. Schluss mit diesem Bombenkrieg. Unter Bombenteppichen wächst kein Frieden. Unter Bomben wächst Tod und Hass. Und das ist das Klima, was der IS braucht, weil dann wird er immer stärker. Und wenn Sie dann immer so tun, als gäbe es kein anderes Mittel, dann muss man wirklich mal sagen, schauen Sie sich doch an, was Ihre vergangenen sogenannten Kriege gegen den Terror gebracht haben. In Afghanistan seit 2001 führt die Bundeswehr und führen andere westliche Staaten dort Krieg und haben dort ihre Soldaten. Und auch in Afghanistan wurden Krankenhäuser getroffen, wurden Schulen getroffen und waren vor allem Zivilisten die Opfer dieses Krieges. Und was ist das Ergebnis nach 14 Jahren Tod und Mord und Krieg in Afghanistan? Die Taliban sind stärker, als sie je zuvor waren. Und jeder weiß, in dem Augenblick, wo die westlichen Soldaten abziehen, haben die Taliban das Land wieder. Ja, das kann doch wohl nicht der Weg sein, dass wir überall entweder ständige Besatzungsgruppen stellen oder der Terror wird immer stärker. Und man muss natürlich auch sehen, was ist über den anderen Kriegen herausgekommen. Im Irak, auch das war scheinbar formal ein Krieg gegen den Terror. Zumindest hat George W. Bush das damals so genannt. Mit seiner Koalition der Willigen ist er im Irak einmarschiert, hat Saddam Hussein gestürzt. 6 Monate später hat sich der Islamische Staat gegründet, gerade auf dem Boden des Chaos, das dieser Krieg im Irak geschaffen hat. Der Islamische Staat ist selbst ein Produkt unserer Kriege, das muss man doch mal sehen. Und deswegen kann man ihn mit Kriegen nicht schwächen. Er ist das Ergebnis. Nicht anders war es doch in Libyen. Auch in Libyen ist interveniert worden, ist bombardiert worden, ist ein Machthaber, den man nicht wollte, gestürzt worden. Und was war das Ergebnis? Auch dort, Libyen, herrscht heute zu weiten Teilen der Islamische Staat. Auch dort haben die Terroristen Teile des Landes erreicht und unter ihre Kontrolle gebracht. Und ich muss mal sagen, ich kann auch diese Heuchelei nicht mehr hören, dass diese Kriege immer gerechtfertigt werden damit, dass man Diktatoren stürzen muss oder damit, dass man Terroristen bekämpfen muss. Diese selbstherrliche Arroganz, vor allem auch der Vereinigten Staaten, darüber zu entscheiden, wer ein guter Diktator ist, der wird nämlich hofiert und hochgerüstet. Und wer ein schlechter Diktator ist, den stürzt man. Diese selbstherrliche Arroganz hat unendlich viel Unheil in dieser Welt angerichtet, hat doch schon den Nahen und den Mittleren Osten in einen Brandherd verwandelt. Und damit muss es jetzt endlich Schluss sein. Wenn einer darüber entscheidet, wer ein Land regiert, dann ist das die Bevölkerung dieses Landes. Und die Destabilisierung Syriens war auch ein wesentlicher Grund, dass der Islamische Staat immer stärker werden konnte. Und wie heuchlerisch das alles ist, erkennt man doch auch daran, dass man die Wege, die man längst gehen könnte, ohne einen einzigen Menschen umzubringen, um den Islamischen Staat zu schwächen, dass die Wege nicht gegangen werden. Jeder weiß doch, was die Schlüsselfragen für den Islamischen Staat sind. Dass er Nachschub an Kämpfern hat, dass er Nachschub an Waffen hat, dass er Finanzen hat und ganz wesentlich für die Finanzen ist der Ölschmuggel. Und all das findet zu großen Teilen über die türkische Grenze statt. Und ich finde es unglaublich, da wird dieser Erdogan hofiert. Da werden ihm 3 Milliarden versprochen, damit er die Grenze für Flüchtlinge nach Europa zumacht. Aber die Grenze zum IS, über die jede Nacht hunderte voll bewaffnete Dschihadisten seelenruhig durchgehen können, diese Grenze, über die der Ölschmuggel läuft, über die die Finanzströme damit zu wesentlichen Teilen laufen, diese Grenze ist nach wie vor offen. Und das ist doch ein riesiger Skandal. Wer den IS wirklich schwächen will, der muss den Terrorpaten Erdogan und auch den Saudis das Handwerk legen. Das ist doch das, was man wirklich tun könnte und sofort tun könnte. Und es ist ja auch schon angesprochen, auch Deutschland hat eine Mitverantwortung. Wir sind einer der größten Waffenexporteure dieser Welt. Und nach wie vor liefern wir Waffen in Kriegs-
und Krisenregionen. Und nach wie vor liefern wir beispielsweise auch Waffen an Saudi-Arabien und Katar, wo jeder genau weiß, dass auch dort ganz vehemente Unterstützer dieser Terrorgruppen sitzen, dass dort Leute sitzen, die sie finanzieren und dass zum Beispiel auch an anderer Stelle schon wieder Krieg geführt und Krieg vorbereitet wird, zum Beispiel im Jemen. Und wir liefern dort weiter Waffen. Und deswegen werden wir morgen im Bundestag auch zusätzlich zu der Abstimmung einen Antrag einbringen, Schluss mit diesen Waffenexporten in die Kriegsregion. Und die werden wir nachher abstimmen lassen. Und da bin ich mal gespannt. Jeder, der morgen nicht für diesen Antrag stimmt, und ich habe natürlich den dringenden Verdacht, das wird wieder die halbe oder die ganze Koalition sein. Jeder, der nicht für diesen Antrag stimmt, der ist einfach unglaubwürdig, weil er will offenbar gar nicht die Kriege austrocknen. Es gibt keinen Krieg ohne Waffen. Und der erste Schritt zu einer friedlichen Welt, der ist ein Stopp von Rüstungsexporten. Dafür brauchen wir keine Bundeswehr, dafür brauchen wir keine Tornados, dafür brauchen wir keine Kriegsschiffe. Nein, wir müssen aufhören, die Waffen in alle Welt zu liefern. Und wir müssen verhindern, dass deutsche Firmen damit Riesengeschäfte machen. Das sollte sich Herr Gabriel mal hinter die Ohren schreiben. So kommt man zu einer friedlichen Welt und nicht durch Tornados und Bomben. Und ich meine, Sie haben das geschickt gemacht. In einer Woche durch den Bundestag gepeitscht. So eine grundsätzliche Entscheidung, ein Kriegseintritt in einer Größenordnung, zumindest auch mit Potenzialen an Eskalation, wie wir ihn bisher noch nie hatten, in einer Woche durch den Bundestag. Aber es ist ganz wichtig, wir müssen dabei bleiben. Auch wenn die Entscheidung morgen so fällt, wie wir sie alle erwarten, natürlich wird es grünes Licht geben für diesen Krieg. Aber auch dann dürfen wir nicht ruhig werden. Wir müssen unsere Stimme erheben. Wir müssen mehr werden und wir müssen noch lauter werden. Weil nur dann gibt es eine Chance, endlich solche Kriegspolitik zu beenden. Und die Welt braucht diese Kriege nicht. Und deswegen kommt das nächste Mal mit noch mehr Leuten her. Ich danke euch. Sarah Wagenknecht. Ihr habt es gehört, das wird nicht die letzte Demonstration sein und wir hoffen, dass die nächsten so sind wie damals beim Irakkrieg, dass wir hier die Stadt dicht machen. Auch wenn wir es dann noch nicht schaffen, wenn wir sie mehrfach dicht machen, vielleicht hört man uns dann wenigstens mal. Es spricht jetzt Erdoğan Kaya von DİDİV, der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine. Guten Abend, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Friedensfreunde. Frieden ist heutzutage notwendiger denn je. Die richtige Lösung für die Region, die seit Jahrzehnten ein Kriegsschauplatz ist, ist der Frieden. Aber die Kriegskoalition hat kein Interesse an einer friedlichen und politischen Lösung des Syrien-Konflikts. Nein, sie nehmen den Terroranschlag in Paris als Vorwand, um ihre Macht in der Region zu erweitern, noch mehr Gewalt und Chaos zu verbreiten. Der Terror, den Sie heute versuchen zu bekämpfen, ist ein Produkt Ihrer Gewaltpolitik. Und mit Ihren Bomben werden Sie nur noch mehr Terror erzeugen. Wir aber sagen Nein zu Ihren Kriegslügen. Wir sagen Nein zu Ihren Kriegslogik. Liebe Friedensfreunde, bei der Neuordnung der Region und über die Zukunft Syriens spielt die gerade Türkei ein doppeltes und ein gefährliches Spiel. Einerseits ist das Land ein Teil der Kriegskoalition gegen den IS und andererseits unterstützt die Türkei den sogenannten Islamischen Staat. Jetzt will die Bundeswehr in Syrien Feuerwehr spielen. Doch in ihrem Feuerwehrwagen sitzen jede Menge Brandstifter. Dort sitzen die Terrorförderer aus Saudi-Arabien.
Katar und die Türkei. Während sie gemeinsam mit dem Terrorpaten Erdogan Krieg in Syrien gegen den IS führen, lässt Erdogan den Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet Can Dündar inhaftieren. Und was man ihm vorwirft? Man wirft ihm vor, Fotos veröffentlicht zu haben, die Waffenlieferungen der Türkei an IS zeigen. Während die EU Herrn Erdogan in Zukunft großzügig finanziell unterstützen, um Flüchtlinge abzuwehren, läuft der gesamte Ölschmuggel des IS über die Türkei. Und der Clan von Erdogan ist darin tief verwickelt. Jetzt mehren sich die Berichte, dass die Türkei friedliche Waffen an den IS schickt. Und Union und SPD können nicht einmal ausschließen, dass die deutschen Waffen, die sie natürlich weiter an die Türkei liefern, nicht von Herrn Erdogan direkt an den IS weitergerichtet werden. Das ist doch organisierter Irrsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn die Bundesregierung den Islamischen Staat wirklich bekämpfen wollte, hätten sie dazu viele Möglichkeiten, ohne sich in einem völkerrechtswidrigen Krieg zu beteiligen. Eine davon wäre, die Brandstifter nicht im Feuerwehrwagen Platz nehmen zu lassen und dem Islamischen Staat endlich den Nachschub an Waffen und Geld abzudrehen. Jetzt will Deutschland 550 Soldaten in der Türkei stationieren. Fakt ist, dass die Daten der Aufklärungstornados auch an die Türkei weitergegeben werden. Die Türkei aber fliegt Luftangriffe gegen Stellungen und Gebiete, die von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Syrien gehalten werden. So kann nahezu als sicher gelten, dass die Ergebnisse der Aufklärungsflüge deutscher Reis-Tornados indirekt zum Mord an syrischen Kurdinnen und Kurden führen werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Jetzt gilt es heraus zum Widerstand. Deshalb fordern wir keinen Einsatz der Bundeswehr in Syrien, im Irak und in der Türkei. Stopp alle Waffenlieferungen in die Region. Austrocknung der Finanzierung und Einnahmequellen des Islamischen Staats und andere Terrorgruppen. Mehr Druck auf die regionalen Verbündeten, besonders die Türkei, Saudi-Arabien und Katar ausüben, damit sie die jegliche Unterstützung für die Terrororganisation einstellen. Die Souveränität Syriens muss endlich respektiert werden. Das syrische Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Friedensfreunde, gegen die internationale Kriegskoalition brauchen wir eine internationale Koalition des Friedens. Stopp die Kriegstreiber in Berlin, Riad und Ankara. Danke. Dankeschön, Erdogan. Sabine Schiffer vom Institut für Medienverantwortung wurde eigentlich von uns gebeten, auch heute hier zu sprechen. Sie war auch verhindert. Ich möchte euch gerne einen kleinen Auszug aus ihrem Artikel in der Logik des Krieges vorlesen. Während Frankreich schon lange in Syrien bombardiert, boten die erschütternden Anschläge von Paris eine Gelegenheit, eine Art europäischen Bündnisfall auszurufen. Die Warnungen der Friedensbewegung vor dem EU-Vertrag, der in den meisten Ländern nicht zur demokratischen Abstimmung stand, werden nun Wahrheit. Die unübersichtlicher werdende Lage in Syrien und die unterschiedlichen Interessen der Akteure könnten zudem zum NATO-Bündnisfall werden. Mit oder ohne NATO ist man ja gerade wiederum dabei, die UNO als Vertreter des Völkerrechts auszuschalten. Dabei hätte die UNO auch andere Mittel zur Verfügung als Mandate, um dem Völkerrecht Tribut zu zollen. Die friedlichen Mittel sollten eigentlich die vorherrschenden sein, wenn sie sich nur darauf besinnen würde. Dass die NATO hingegen aufs Militärische setzt,
liegt in der Natur der Sache und stellt einen Konflikt mit unseren Rechtsgrundlagen dar. Bereits der Balkankrieg, die Zerschlagung Jugoslawiens und die NATO-Doktrin von 1999, die humanitäre Intervention, Ressourcensicherung und Migrationsbewegung als Kriegsgrund nennt, aktivierte diese Kriegslogik jenseits der UNO. Soweit Sabine Schiffer. Wir freuen uns, dass wir auch jemanden von Pax Christi gewinnen konnten, heute hier zu reden. Es spricht jetzt Christine Hoffmann. Liebe Freundinnen und Freunde der Friedensbewegung, danke, dass ihr alle hier heute steht und dass wir ein deutliches und klares Nein zu diesem Skandal, zu diesem Krieg ohne Debatte, zu diesem Schnellschuss und zu diesem irrwitzigen Plan sagen, dass Deutschland mitmachen will in diesem grausamen Krieg in Syrien. Nein! Fallen. Das ist einer Demokratie nicht würdig, dass überhaupt nicht diskutiert werden kann. Weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit besteht wirklich die Zeit, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und eine vernünftige Entscheidung kann nur Nein sein. Deswegen hat Pax Christi heute per E-Mail alle, jeden einzelnen Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufgefordert. Verweigern Sie diesem Mandat Ihre Zustimmung. Und in der Taz habe ich heute die Spekulation gelesen. Unter anderem muss das so schnell gehen, weil bald ein SPD-Parteitag ansteht. Und die Basis, die hat klar, dass der Frieden vorgeht. Und dass diese Entscheidung, dass dieses Mandat für die Bundeswehr nie und nimmer zu Frieden führen kann, sondern eine Kriegsführung ist und zum dritten Mal die Entscheidung wäre, anzugreifen und zu kämpfen. Wenn die SPD Angst hat vor ihrer Basis, wäre das ja noch fast gut. Aber wenn sie das als Hintergrund hat, dann hat sie auch keinen Respekt davor. Und das wäre ein Skandal. Es ist völlig unklar, welche Ziele bombardiert werden. Es gibt keine vernünftigen Konzepte, es gibt kein Ziel, es gibt keine Strategie. Aber es gibt viele, viele Menschen, die leiden unter diesem Krieg. Das tun sie seit 5 Jahren. Über 250.000 Tote, Millionen Flüchtlinge. Und die Bomben, die jetzt schon auf Syrien abgeworfen werden, machen keinen Unterschied. Es wird direkt über Wohngebieten bombardiert. Das ist Krieg der übelsten Sorte. Und daran will sich Deutschland beteiligen. Dazu können wir nur Nein sagen. Und da soll mir keiner sagen, die Friedensbewegung würde schlafen oder würde niemand zu hören sein. So schnell in 24 Orten Demonstrationen. Und da sind nicht nur die ganz Großen bei. Da gibt es auch solche Orte wie Bad Kreuznach, Fürstenfeldbruck, Mönchengladbach. Parlament, ich hab dich im Auge. Wir haben euch im Auge und wir werden es beobachten weiterhin. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung bleibt gegen diese Aktionen. Und warum? Ein weiterer Grund. Was ist denn der Ausgangspunkt für diese viel zu schnelle, falsche Entscheidung? Die Terrorangriffe in Paris haben den Ausschlag gegeben. Die Terrorangriffe vom Islamischen Staat. Es soll der Islamische Staat bekämpft werden, indem man Bomben auf Syrien wirft, wobei der Großteil derer, die in Paris die Angriffe gemacht haben, Franzosen waren, wobei wir seit Monaten erschreckt beobachten, wie junge Menschen aus Europa, auch aus Deutschland, zum Islamischen Staat gehen, dort sich verwirklichen wollen. Damit, wir müssen hier die Zustimmung zum Islamischen Staat bekämpfen. Darüber dürfen wir nicht weggucken.
Staat mit seiner Gewalttätigkeit, mit seiner völlig rechtlosen Gewalt, den können wir nicht die Zustimmung entziehen, indem wir selber unsere eigenen Prinzipien des Rechts, der vernünftigen Diskussion, der Diplomatie und der Verhandlungslösungen aushebeln. Wer den islamischen Staat entmachten will, der muss zu seinen eigenen Prinzipien stehen. Offene Gesellschaft, Pluralität und Frieden und Verhandlungslösungen für Konflikte auch im internationalen Bereich. Mit wessen Waffen wird hier eigentlich gekämpft? Es ist schon deutlich gesagt worden, Deutschland ist weiterhin Nummer 4 beim Rüstungsexport. Deutschland ist Nummer 2 beim Export von Kleinwaffen und Munition. Und womit werden denn die Kriege geführt im Moment? Womit kämpft der Islamische Staat? Womit werden Menschen bedroht? Womit werden Menschen verletzt und getötet? Mit Waffen, die ein Mensch tragen kann, mit dem, was wir sogenannte Kleinwaffen nennen. Und da habe ich eine ganz klare Handlungsoption. Denn ich bin auch eine der Sprecherinnen der Aktion Aufschrei, stopp den Waffenhandel, den Opfern Stimme, den Tätern Name und Gesicht. Und wir sammeln Unterschriften für ein absolutes Exportverbot von Kleinwaffen und Munition aus Deutschland. Ich gebe die runter. Ich würde die gerne gleich wieder mindestens ein Zehntel davon ausgefüllt wieder mitnehmen. Und die anderen nehmt mit und sammelt Unterschriften bei euren Freunden und Bekannten. Denn auch diesem Skandal müssen wir ein Ende setzen. Unser Motto muss bleiben: Grenzen schließen für Waffen, Grenzen öffnen für Menschen. Herzlichen Dank, Christine. Die Unterschriftenlisten gehen jetzt durch. Was auch nochmal durchgeht durch die Reihen, ist unser Eimer, unser blauer Eimer. Und wir bitten euch herzlich, packt da Geld rein, damit wir für die kommenden Aktionen die nötigen Mittel haben, um ja, weiterhin unseren Protest lautstark von uns geben zu können. Denn das ist das Teuerste, die Anlage. So, kurz noch etwas. Es ist eine Monatskarte für den Dezember hier vorne. Sind denn alle? Habe ich geahnt. Alle Ahnung. Alles klar. Gut, das war das. Ich hatte schon Befürchtung. Nee, habt ihr euch gesagt? Mann. Gut. Nach Anfängen, nach ersten Schätzungen sind eine Null mehr, also eine schwarze Null mehr auf diesem Platz, als wir erwartet hatten. Wir hatten gehofft, dass wir vielleicht 300 werden in dieser kurzen Mobilisierungsphase. Und wir haben doch, das kann man doch mal sagen, oder? Und das sind jetzt nach ersten Schätzungen bestimmt 3000. Vielen Dank, dass ihr so schnell gekommen seid. Wir hoffen, dass der Elan nicht abreißt. Auch wenn, wie Sarah Wagenknecht das schon gesagt hat, wir vermuten müssen, dass morgen nicht so abgestimmt wird, wie wir das verlangen. Kommt zu den nächsten Aktionen und Demonstrationen, damit unsere Stimme gehört wird. Nun begrüße ich als letzten Redner für heute Abend Dietmar Bartsch, ebenfalls Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Herzlichen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass hier doch so viele zu dieser Kundgebung gekommen sind, um ein deutliches Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden zu setzen. Herzlichen Dank. Ich will Ihnen allen
und euch allen eines versichern. Wenn morgen 10.30 Uhr abgestimmt wird, die Fraktion Die Linke wird geschlossen Nein zum Krieg abstimmen. Und ich fordere die Kollegen, insbesondere von SPD und Grünen auch, stimmt auch mit Nein. Es gibt die Möglichkeit, wir sind frei gewählte Abgeordnete. Nein zu stimmen würde uns stolz machen auf dieses Parlament. Die Chance morgen ist da, Nein zu diesem Krieg. Es wird im Bundestag bei der Debatte am Mittwoch, heute, wo es um Afghanistan ging, immer gesagt, es muss Solidarität mit Frankreich geben. Ja, die Botschaft ist wenige hundert Meter von hier. Ja, wir sind solidarisch mit Frankreich. Wir sind auch bei den Opfern der Attentäter. Aber die Schlussfolgerung kann doch niemals sein, Bomben zu werfen. Solidarität kann man auch anders handhaben. Ja. Natürlich sind wir solidarisch mit den Französinnen und Franzosen. Natürlich stehen wir an ihrer Seite. Aber wir sind nicht dabei, wenn Bomben auch auf zivile Menschen geworfen werden. Das kann nicht die Antwort sein. Bomben haben nirgendwo Frieden gebracht, meine Damen und Herren. Es ist völlig unbestritten, der IS ist eine Terrororganisation und hier wurde darauf verwiesen, er ist ein Produkt auch des Irakkriegs gewesen. Der Krieg der Amerikaner im Irak hat viele sunnitische Stämme an die Seite des IS geführt. Auch dieser Krieg hat den Terror befördert. Und heute ist der IS eine der reichsten Terrororganisationen auf der Welt. Und ihm muss das Handwerk gelegt werden. Das ist auch unsere Position. Aber da gibt es andere Mittel. Warum werden denn weiter Waffen in diese Region exportiert? Im Gebiet des IS werden nicht mal Messer produziert. Und die verfügen über die modernsten Waffen, meine Damen und Herren. Das ist ein Skandal. Und egal, wer sie dahin exportiert, ob die USA, ob Frankreich, ob Russland oder eben auch ob Deutschland, das wollen wir nicht. Stoppt die Waffenexporte in diese Region. Und es ist genauso wenig akzeptabel, wenn weiterhin Geldmittel an den IS fließen, aus Saudi-Arabien, aus Katar. Und das sind Bündnispartner in diesem Krieg, diejenigen, die den Terror finanzieren. Das ist doch völlig inakzeptabel, auf der einen Seite wirklich den Terror zu befördern und dann ihn auf der anderen Seite bekämpfen zu wollen. Wenn, dann sollten wir die Kurdinnen und Kurden unterstützen. Die kämpfen tapfer gegen den IS. Die haben sogar was vorzuweisen. Das wären unsere Bündnispartner. Erdogan aber bombardiert die. Das ist doch ein Skandal. Das ist ein Skandal und Heuchelei, die da auf die deutsche Regierung agiert. Und lasst mich einige weitere Punkte sagen. Dass weiterhin der Ölhandel aus diesen Regionen funktioniert, dass weiterhin die illegalen Ströme, und zwar auch in die Türkei, funktionieren und jeden Tag nach Schätzungen bis zu 2 Millionen eingenommen werden beim IS. Das ist doch skandalös. Da muss man doch endlich mal zumachen. Wenn man denen den Boden entzieht, dann wird der IS auch nicht mehr die Unterstützung der sunnitischen Stämme haben. Das ist das Entscheidende. Aber Bomben führen dazu, dass neue Terroristen auf diesem Gebiet entstehen. Und das können wir alle nicht wollen. Das Gegenteil muss unsere Antwort sein. Mehr Offenheit, Frieden und Konsequenz mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen die Verbrecher des IS. Lass mich einen letzten Punkt sagen. Eben, das ist 2 Stunden her, wurde im Deutschen Bundestag auch über die Aufstockung des Afghanistan-Mandats gesprochen. Jetzt sagt Deutschland wieder mehr Soldaten nach Afghanistan. Ich kann mich erinnern, ich saß damals im Bundestag im Jahre 2002, als das Mandat beschlossen worden ist. Wir waren die Einzigen, die damals gesagt haben, das wird kein kurzer Einsatz, das kann sehr lange dauern. Wir sind verlacht worden, wir sind beschimpft worden. Damals gab es sogar in der Bevölkerung eine Mehrheit für den Afghanistan-Krieg. Wir sehen heute das Desaster, was dort existiert. Zehntausende zivile Opfer, über 50 tote Bundeswehrsoldaten, Milliarden Euro versenkt. Und dass das Ergebnis ist,
Der Terror hat weiterhin eine Adresse in Afghanistan. Die Taliban kehren zurück. Also, es war die falsche Antwort. Warum lernt die Bundesregierung aus dieser Fehlentscheidung denn nicht, meine Damen und Herren? Das ist doch der größte Fehler gewesen, den wir gemacht haben. Und deswegen, ich wünsche mir, dass das Zeichen, was heute hier gesetzt wird, ich bin wirklich beeindruckt, dass es dann doch so viele geworden sind, wie auch in vielen anderen Städten, dass dieses Zeichen wirklich zur Kenntnis genommen wird, wie auch viele andere Zeichen. Hier unten sind Aktivisten, die auf die Schnelle Unterschriften gesammelt haben gegen den Krieg. Ganz kurzfristig sind da 65.000 zusammengekommen. Ja, es gibt in Deutschland Gott sei Dank auch eine Bewegung gegen den Krieg. Und es gibt viele junge Menschen, die sich ihre Offenheit nicht nehmen lassen wollen. Das haben die nach den Attentaten gezeigt. Das zeigen sie auf den Friedensdemonstrationen. Und das sollte uns Mut machen. Mut machen, dass der Kampf für den Frieden nicht verloren ist und dass wir weiterkämpfen werden und dass wir morgen selbstverständlich in großer Deutlichkeit im Bundestag, aber auch auf Straßen und Plätzen zeigen werden, in Deutschland ist die Bewegung für den Frieden gut, weil Krieg hat noch nirgendwo irgendein Problem gelöst, meine Damen und Herren. Ja. Herzlichen Dank. Danke an alle, die unterschrieben haben. Die Bürgerinnen und Bürger sind aus unterschiedlichen Gründen gegen den Krieg. Viele machen sich Sorgen und man sieht daran, wie groß die Beteiligung war. Wir haben am Samstag gestartet, unabhängig voneinander, die Petition. Und in der kurzen Zeit haben wir schon so viele Unterschriften gesammelt. Also was draufsteht, ist von heute Nachmittag. Und aktuell haben wir 66.000 Unterschriften. Weil natürlich, wer es nicht mitkriegt, kann es nicht unterschreiben und es würden sicherlich viel mehr dagegen unterschreiben, wenn es gewusst hätten. Es ist einfach absolut kurzer Zeitplan gewesen von der Bundesregierung, sicherlich mit Absicht und die Abgeordneten werden sicherlich genauso über diese kurze Zeit sich Sorgen gemacht haben und keine Zeit gehabt haben, dazu darüber nachzudenken, wirklich in ihr Gewissen zu gehen und nicht dem Koalitionszwang nachzugeben. Also ich hoffe wirklich, dass sie auf ihr Gewissen hören, die Abgeordneten, und nicht dafür stimmen. Und ich hoffe auch, dass gerne noch mehr Unterschriften zusammenkommen. Es gibt ja sicher. Also danke an alle, die unterschrieben haben. Ja, liebe Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr habt gehört, es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Wir hoffen, dass das nicht die letzte Demonstration, die letzte Kundgebung war zu diesem Thema. Ich würde euch jetzt gerne mit einem Appell von Christoph Sieber nach Hause schicken. Vielen von euch wird er bekannt sein. Er ist Kabarettist. Er hat am 20.09. in einer Kabarett-Sendung ganz spontan, wahrscheinlich nicht, weil normalerweise redet er spontan. Dieses hat er aufgeschrieben und dort vorgetragen. Und ich denke, das ist ein guter Appell für uns alle, wenn wir denn jetzt nach Hause gehen. Ich will mich nicht gewöhnen, dass Deutschland Teil einer Kriegsmaschinerie ist. Ich will mich nicht gewöhnen, wenn der Spiegel schreibt, dass Deutschland endlich in der Normalität angekommen ist, wenn es sich an internationalen Kriegseinsätzen beteiligt.
Die Beteiligung an Kriegen darf nie Normalität werden. Ich kann es nicht glauben, dass Verteidigungsministerin von der Leyen auf die Frage eines Journalisten, ob denn eine Fußball-WM 2018 in Russland tatsächlich denkbar wäre, antwortet: Deutschland wird auf jeden Fall schießendes Personal schicken. Das ist nichts anderes als die Verharmlosung des Krieges. Ich will mich nicht gewöhnen, dass in diesem Europa das Recht des Stärkeren gilt, wenn Hunderttausenden der Zugang zu Gesundheit, Bildung und einem würdevollen Leben einfach verwehrt werden. Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass die Würde des Menschen antastbar ist. Denn die Würde des Menschen steht tagtäglich zu Zehntausenden bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen. Die Würde des Menschen krepiert vor Lampedusa und die Würde des Menschen stirbt im Krieg. Und zwar in jedem Krieg. Weil der Krieg keine Würde kennt. Nicht die der Täter und nicht die der Opfer. Ich will mich nicht an die Barbareien der globalisierten Welt gewöhnen. Die Ausplünderung armer Länder, die Waffenlieferungen, die Unterstützung brutalster Despoten und Diktatoren. Ich will mich nicht flüchten in den Zynismus derer, die rufen, da kannst du nichts machen, das war schon immer so. Ich möchte mich nicht abfinden, dass es so etwas wie Alternativlosigkeit gibt, weil es immer Alternativen gibt. Weil es das Wesen der Demokratie ist, dass es sowas gibt wie Alternativen. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der jeder tatsächlich glaubt, dass, wenn er an sich denkt, dann an alle gedacht ist. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Menschen, die solche Gedanken haben, als Gutmenschen verspottet werden und verächtlich gemacht werden, ausgerechnet von denen der Zynismus jegliche Empathie zu zerfressen hat. Dass sie ihre eigene Herzlosigkeit nur ertragen können, indem sie andere verächtlich machen. Ich möchte nicht, dass die Deutungshoheit über die Moral bekommen, die keine haben. Und es gibt die Unschuld des Nichtwissens nicht mehr. Wir wissen, dass der Wohlstand auf Unrecht aufgebaut ist. Wir wissen, dass wir die Erde zerstören. Und wir können auch längst nicht mehr ignorieren, dass andere arm sind, weil wir reich sind. Wir werden uns nicht rausreden können mit dem immer gleichen, davon haben wir nichts gewusst. Nein, wir werden es gewusst haben. Und ich frage mich am Ende, was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? Die zugeschaut haben, wie schon so oft. Werden wir die gewesen sein, die einfach weitergemacht haben, weil es so bequem war? Oder werden wir die gewesen sein, die gerade noch einmal rechtzeitig die Kurve bekommen haben und die Reißleine gezogen haben, als es noch nicht zu spät war? Ich bin mir nicht sicher, aber eins weiß ich gewiss. Siri hat darauf keine Antwort. In diesem Sinne hoffen wir, euch alle wiederzusehen. Macht Krach da, wo man Krach machen kann. Verweigert euch dem Krieg und fordert alle auf, die ihr kennt, das auch zu tun. Und wir hoffen auf Gelingen. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Die Kundgebung ist hiermit beendet. Und vielen Dank für euer großes Spendengehabe. Ja, tschüss.